Hallihallo, wie versprochen melde ich mich heute zurück mit der Besprechung zu TC Boyles Das wilde Kind. Ich habe ja eigentlich vorgehabt, die Besprechung des Buches schon Ende letzter Woche zu drehen, aber irgendwie ist immer was dazwischen gekommen. Dann kam dazu, dass ich das Buch erst Ende der Woche wirklich gelesen habe. Also mit etwas Verspätung heute meine Besprechung zu TC Boyles Das wilde Kind. So, worum geht es? Boyle erzählt die wahre Geschichte des Victor von Aveyron, besser bekannt als der Wolfsjunge oder das Wolfskind oder auch das wilde Kind. Der wird in den Wäldern Südfrankreichs Ende des 18. Jahrhunderts mehrfach gesichtet von Menschen. Er wird immer wieder für einen Dämon gehalten oder für einen Werwolf und wird 1797 schließlich von Jägern das erste Mal eingefangen. Das erste Mal deshalb, weil Victor es immer wieder schafft zu fliehen. Er schafft es, ich glaube dreimal wurde er in der Realität, wie gesagt, es handelt sich um eine wahre Geschichte, er wurde glaube ich dreimal eingefangen, bis man ihn endlich wirklich hatte. Und das ist passiert im Jahre 1800. Da wurde er dann endgültig gefangen und hat es nicht geschafft, ein weiteres Mal zu fliehen, und er wurde in die Hände von Naturforschern und Ärzten übergeben. Die haben sich eine Weile mit dem Kind auseinandergesetzt, bis man der Meinung war, der Junge ist nicht einzugliedern in die Gesellschaft. Der Junge ist verloren. Er wird übergeben an eine Anstalt für Taubstumme. Dort kümmert sich der junge und aufstrebende Arzt Dr. Jean Itard um ihn. Der nimmt sich seiner an und hat natürlich großes Interesse daran, herauszufinden, wie entwickelt sich ein Kind, das in völliger Isolierung, völlig ohne Kontakt zu Menschen, ohne Erziehung und so weiter groß wird. Wie entwickelt sich so ein Kind? Es geht also im Großen und Ganzen wirklich darum, wie versucht wird, aus diesem Jungen einen kultivierten und zivilisierten Mensch zu machen. Gerade eben um den Arzt und seine Beziehung zu dem Jungen und so weiter. Boyle erzählt die Geschichte schon sehr, sehr mitfühlend und auch mitreißend, bleibt in der Sprache aber sehr nüchtern. Das heißt, er verzichtet auf reißerische Passagen und auch Ironie und so weiter, gibt es in dem Buch keine. Er berichtet die Geschichte, ohne sie künstlich aufzupumpen. Sehr gut gelungen ist ihm dabei die Beschreibung der Figur des jungen Doktors Itard eben, der sich um diesen Jungen kümmert. Es ist eine Figur mit Konturen, mit Ecken und Kanten, und Boyle schafft es sehr gut und sehr eindringlich, diese Zerrissenheit des Arztes zu beschreiben. Denn auf der einen Art entwickelt er so eine Art Vaterliebe, also schon so eine Art Zuneigung für das Kind. Auf der anderen Art ist da aber sein beruflicher Ehrgeiz. Das heißt, die Ärzte haben ihn, die vorherigen Ärzte haben das Kind ja aufgegeben, haben gesagt, der ist nicht zu heilen, das Kind wird immer taubstumm bleiben, wird sich nie in die Gesellschaft eingliedern lassen, und Itard hat eben diesen Drang und diesen Wunsch, diese Ärzte Lügen zu strafen. Also für mich ist das die interessanteste Figur aus dem Buch, noch interessanter sogar als die titelgebende Figur, also der Wolfsjunge oder das wilde Kind. Wobei ich sagen muss, dass auch dieses Kind ganz toll beschrieben ist. Also ich habe da einfach, ich weiß nicht, den Bezug zu dieser Figur des jungen Arztes, mich hat diese Figur sehr begeistert. So, falls ihr euch jetzt für die Geschichte interessiert, aber keine Lust habt, das Buch zu lesen, warum auch immer, dann kann ich euch noch empfehlen, dass die Geschichte, also jetzt nicht das Buch, sondern die ursprüngliche Geschichte, die überlieferte Geschichte, bereits 1970 verfilmt wurde, und zwar vom großen François Truffaut. Der hat die Geschichte verfilmt, ich glaube 1970, und wenn ihr also Interesse dran habt, aber keine Lust auf das Buch, warum auch immer, dann sei euch dieser Film ans Herz gelegt. Für alle, die lieber lesen möchten, ich empfehle das Buch sehr gerne. Es ist ein sehr schmales Buch, eine sehr kurze Geschichte mit, ich glaube, nicht mal 110 Seiten. Aber eben eine sehr eindringliche Geschichte. Mich hat sie mitgerissen, trotz, wie gesagt, dieser nüchternen Sprache, und obwohl Boyle sie eben nicht unnötig aufpumpt, die Geschichte, und in die Länge zieht mit irgendwelchen reißerischen Umschreibungen. Trotzdem, oder gerade deswegen vielleicht auch, weil sich das bei dem Thema einfach nicht anbietet, eine sehr, sehr gelungene Geschichte.
erschien im Hansa Verlag, T.C. Boyle, Das wilde Kind. Ich weiß, das war eine recht kurze Besprechung zu einem recht kurzen Buch, aber ich möchte da jetzt auch nichts totreden. Ich empfehle euch das Buch unbedingt und wünsche euch viel Spaß damit. Ich bin dann jetzt hier raus und ihr seid im Bild. Wir sehen uns demnächst. Bis dann. Ciao.